Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen André schnappen, bevor er das Herz der Welt erreicht. Also, hier gibt's so eine komische Maschine. Hey, sieh mal, ein Schalter. Bei jedem Treffer löst er einen Mechanismus aus. Jetzt lass mich doch mal hier die Dinger einsammeln. Wenn du weiter trödelst, erzählt er allen noch, er sei dein Vater. Ich will wieder gehen. Ich hab Angst. Also irgendwie... Ah, so reicht's auch. Wie kommt man da? Da. Da oben. Kann ich das nicht von der anderen Seite... Nicht du. Geh weg da. Hier. Da. Was? Was, wenn die Umgebung näher betrachten möchtest, drücke die Sicht, was auch immer. Oh, Rayman, fantastisch! Was würdest du nur ohne dich machen? Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Oh nein. Aber hat das jetzt was gebracht, dass ich den Frosch angeguckt habe? Ich höre nochmal so irgendwie. Komme ich da noch hin? Hm. Ja, ich hoffe. Ich höre noch so ein... So ein Frosch. Also ich glaube, das ist der. Spardosen. Ich bin kein Hellseher, aber ich glaube, da ist was drin. Ich guck gerade nochmal. Aber ich stelle mich mal in die Mitte. Wo bist du? Wenn du es überhaupt warst. Diese komische Fliege. Huch, was haben das jetzt? Ja. So. Was denn? Gut freien Lauf. Wenn André triumphiert, knüpft der Glowbox auf und zwingt dich, Akkordeon zu spielen. Einfach zu geil, diese Sprüche von dem. Alter. Ja. Mir fehlen die Worte. Außergewöhnlich. Phänomenal. Einmalig. Super, super, extra klasse. Ich habe eine Tür geöffnet. Unglaublich. Du hast die Spardosen zertrümmert und damit die Türe geöffnet. Das ist ein wahres Zauberland. Ja. Magisch. Hm. Hey, ich runterfallen hier jetzt, du. Das Handbuch sagt, dass du deine Fäuste im Bogen schleudern kannst. Das scheint wichtig zu sein. Der hat gewunken. Also hier unten ist erstmal... Na gut, du musst nur wieder hochklettern. Ja, da ist... Auf jeden Fall verstehe ich jetzt, warum sich die Feen nicht ins Nachtleben stürzen. Oh. Um 5 Uhr morgens mit einem Kater in den Feenrad. Das ist kein Zuckerschlecken. Ist hier irgendwas? Also diese Frösche, weiß nicht. Das ist so... Jetzt kommt das. Toll. So. Los, Rayman, und... Entschuldige, da kommt eine Nachricht aus der Zentrale. Es ist der Projektleiter. Er entschuldigt sich im Namen aller für dieses Training. Ich zitiere, ist nicht sehr lustig. André, da ist er. Schnell, schieß schon. Ich kann ihn nicht lange halten. Ja, ich komme ja schon. Jetzt lass mich doch erstmal hier um. Wo steht eigentlich, dass ich diesen Land selbst spielen muss? Im Handbuch. Ruf meinen Agenten an. Ich will sofort meinen Vertrag sehen. Wo ist mein Double? Schickt mir ein Double. Hör zu, du Witzfigur. Sobald ich die Energie aus dem Herzen der Welt in Hoodlums verwandelt habe, komme ich zurück. Und kümmere mich um dich. Aber was ist denn das? Laserreiniger.
verwandelt ihre Kleidung in einen Kampfanzug. Ein Kampfanzug? Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Du hast recht. Nein, Raymond, fass das Ding nicht an. Das gehört den Hoodlums und ist möglicherweise gefährlich. Sehr schick. Jetzt musst du nur noch herausfinden. Vibrieren funktioniert wohl auch. Vom Controller, meine ich. Was hast du schon mal mit den Pilzen versucht? Aber dass der nur bei da. Oh. Nice. Und nochmal. soll ich hier erst das einsammeln? So. War da hinten noch was? Nee. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ups. Verlieren wir keine Zeit! Das Überleben aller Völker hängt davon ab! Du sagst mir, wenn ich übertreibe, okay? Du übertreibst maßlos. Den habe ich eingesammelt. Nichts mehr, oder? Da kommt jetzt hier irgendwas raus, wenn ich so ranzoome. Warte mal, kann man eigentlich hier laufen? Nee. Ich dachte, dass da mal irgendwie sowas Verstecktes wäre. Aber anscheinend nicht. Oder ist hier hinter irgendwas? Ich sehe ja leider nichts. Nö. Ei, jetzt bin ich da noch dazwischen gefallen. Na komm. Ich höre aber immer noch so einen. Oder ist das, sind das überhaupt diese Viecher? Ich weiß es nicht. Ich wollte hier rein. Bringt das irgendwas, wenn ich die hier an... ...glotze? Nö. Tja, dann gehe ich halt weiter. Gut, dann eben nicht. Dum, 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 dum. Ich kann fliegen. Upsala. Also muss ich hier das Ganze nochmal machen. Ja, welche Taste war das? Die hier. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Welche Tasten das sind. Huch. Hab ich jetzt gemacht. Ja, perfekt. Warte mal, ist das die Fliege? Ja, die Fliege. So. Und 70. Das wird ja mal weniger. Komm ja schon. Die erste Frage, wo ist er? Da ist er. Hallo. Er verschwindet einfach im Nichts. Was ist der denn für Störungen? Was ist der da? Mann, der, das ist ein Bankangestellter. Der hat ein Dollarzeichen über sich. Er hat die Seite, ja, weiß ich. Was?
denn jetzt zu doof, die Taste zu drücken? Oh. Hm. Ich weiß. Wie komme ich eigentlich da oben hin? Irgendwie von da. Mal schauen. Also ich muss jetzt da oben die Dinger verkleinern, indem ich die richtige Taste vor allem mal drücke. So. Haben diese Dinger hier irgendwas? Hm. Ich weiß auch nicht. Dass das überhaupt hält. Ja, vorhin konnte mir der Glowbox meine Hände ausreißen und jetzt kann ich mich einfach irgendwo langhangeln. Oh nein. Ei. Was ist das hier überhaupt? Das qualmt so. Da ist eine Glühlampe drin, deswegen. Es fackelt so langsam ab. So. Kann man in die Richtung auch? Hm. Sieht so aus, als würde das nach oben gehen. Hm. Kann man da eigentlich drauf rumlaufen? Also, nochmal. Komme ich dahin? Ja. Perfekt, so kann ich die Kamera auch gleich zentrieren. Junge. Was ist denn das da vorne? Was hat Gloopschatz? Wie keine Hilfe. Wie eine Spinne. Vorsicht, zerkratzt dir nicht die Nase. Huch. Da konnte ich doch noch einfach durchgucken. Ups. Ach, ich dachte schon jetzt. So, einmal schauen. Huch, was ist denn das? Das schwarze Loch. Ich weiß auch nicht, wo soll das Ganze wie und was mit diesen ganzen Verstecken. Jetzt machen wir aber nicht. Ja, das gibt man hier nicht so an. Ein Schlag hat ausgereicht. Der Bisonzi hat sich in einem der Löcher in der Wand versteckt. Raymond, finde ihn! Ja, jetzt will ich erst hier, ja. Achso, ich muss ihn jetzt finden. Hm. Du musst überall suchen! Warte. Doch mal. Schnell, Raymond, beeil dich! Sonst werden die Hunden uns über die Welt, die Liebe und die Schönheit ziehen. Huch. Ja, ich beeil mich ja schon. Sag mal, ist dieser Aufruhr vielleicht beeinflusst? Dann kann man noch irgendwie hier rüber.
Und er ist hier drin. Lass ihn nicht entfliehen. Sind Sie es, Schwester Gundula? Schwester Gundula. Da! Das Herz der Welt! Ich spüre es! Es ist da der Gang! Huch, was ist denn passiert? Was war denn das gerade? Ach, hier war ich noch nicht. Na? Hm, ich hätte vielleicht erst hier hingehen sollen. Ich dachte, der wäre aber hier drin. Hatte ich irgendwie falsch in Erinnerung? Wie immer erst gucken, was gibt's, was es gibt hier so. Aber hier gibt's nothing. Na, was ist los? Spinnenmann. Sein Anzug zu schwer. Rayman, komm! Das Handbuch sagt, dass man hier rauf kann. Sag mal, wenn ich du wäre, würde ich kündigen und heimlich für Spider-Man 2 arbeiten. Wer weiß, vielleicht. Ne. Es ist immer so. Huch, Alter. Ach, die auch noch. Ja, ja. Der eine wurde vom Stein platt gewalzt. Nice. Gut. Ey, so schnell kann man doch gar nicht laufen. Dass man hier diesen Combo die ganze Zeit hier aktiviert hat. Wie soll das gehen? Ich lasse mir jetzt aber trotzdem mal gerade Zeit, auch wenn alles zerbricht. Ich nehme mich mal. Ob man hier hintergehen kann? Was das jetzt gemacht hat? Keine Ahnung. Was ist denn das hier? Also die Dose. Da, das da. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch irgendwo. Hm. Alles gut. Huch. Es bricht einfach so heraus. Der steht da einfach so. Bin schon da! Bin schon da! Stopp! Ich will drehen. Man kann jetzt aber nicht hier drauf, oder? Also das wäre jetzt echt gemein. Es schwebt so einfach. Ich will jetzt da hoch. Geht aber nicht. Ich hoffe. Wie so oft. Ja. Ich glaube, hier ist wieder Levelende. Also der Abschnitt. 44, Mann, was soll das? Ich weiß es nicht.